Hallihallo, da sind wir schon wieder und mittlerweile auch wieder in voller Stärke. Jetzt haben wir auch die Wiederbelebungskrankheit einmal erfahren, wie die so ist. Die ist nämlich scheiße, weil man da nichts aushält. Wir sind ein Dreiviertel schwächer und machen alles, also alles. Wir sind nur noch allgemein nur noch ein Viertel von uns selbst. Bei allem, und das potenziert sich natürlich. Ist alles Kacke. So. Ja, ich dachte, bis zum Wall da hinten habe ich jetzt keinen Bock wieder hinzurennen. Dann findest du da auch nicht wieder hin, wo ich da abgerutscht bin und so und ne. Aber ich habe ihn erkundet. Und darum ging es mir ja. So. So, jetzt haben wir alle Quests erledigt. Dennoch muss man bedenken, dass ich den Ruheschein gerade nicht einsetzen kann. Da muss man eine Viertelstunde warten, ne? Hier sind aber so viele Gebirgsjäger überall unterwegs. Gibt's ja gar nicht. Ist ja eigentlich eine recht sichere Gegend hier, oder? Vor allen Dingen, wenn es so viele Wachen gibt. Aber gar nicht so viele Leute. Wer übernimmt dann solche Arbeiten wie zum Beispiel hier? Den Stuck hier schlagen. Wer bringt Feuerholz? Oder arbeitet irgendwie jeder ein bisschen überall mit? Oh, warte mal. Ne, mit wem muss ich denn jetzt über den ganzen Krempel sprechen? Hier hinten? Hier drin? Wie geht's? Hallo Kleiner, ich scheine eines der gestohlenen Dokumente gefunden zu haben. Habe ich gerochen, die Dinger stinken nämlich. Vielen Dank, dass ihr es zurückgebracht habt. Ich gebe euch gerne eine kleine Entlohnung Seid auf dafür. der Hut. So, es sind nun Talente verfügbar. Ber. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit 8 Sekunden lang um 70%. Geschwindigkeit des Lichts. Erfolgreiches Wirken von Richturteilen erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 45. Querkiefer. Drei Sekunden um 45. Richturteile benutze ich aber kaum. Passiv. Erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15% sowie um zusätzliche 5% pro Aufladung heiliger Kraft bis zu einem Maximum von 3 Aufladungen. Also allgemein die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, ne? Und das spontan. 9 Mana. Aber passiv gefällt mir besser, so allgemein. Ja. Wir schneller unterwegs, ne? Löschpulver. Man kann jetzt aber auch echt alles verändern. Man kann überhaupt nicht mehr verskillen oder sowas. So, schneller sind wir also nun. Eine ganze Ecke. Hier ist also die Forscherliga. Okay, so. Ich fühle mich auch gleich ein bisschen schneller. Er tapst ein bisschen schneller, ne? Was kann ich für euch tun? Nun, habt ihr einige Ohren für mich? Ah, gut gemacht, mein Freund. Ein Paladin wie ihr. Ihr mir hier ganz nützlich. Bleibt auf dem Boden! Zum Starkbierlager. Es kommt die Olle da mit ihrem komischen Kram. Willkommen! Ich bin so weit, dass ich mit den Knochen anfangen könnte. Habt ihr die Bärenrücken? Vielen Dank. Die Rückenstücke sind meine eigene geheime Erweiterung des Rezepts. Aber hier habt ihr die Anleitung, wie man mit jeder beliebigen Sorte Bärenfleisch herstellen kann. Obendrein gibt es noch eine frische Portion, die ich selbst gekocht habe. Frisch schmecken sie am besten. Bleibt auf dem Boden! Da bin ich doch auch gerade, oder nicht? Oder wo sollte ich schon sein? Hier ergeben sich gar nicht so viele neue Quests, wa?
Können wir gleich zu Sturmlanze tapsen, wenn wir hier nichts mehr kriegen. Ob der noch was hat. Was geht euch durch den Kopf? Stumpfnase. Ah, ihr habt den Spion gefasst. Das geschieht ihm recht und gute Neuigkeiten sind es für uns. Wir können uns etwas beruhigter um unsere Arbeit kümmern, da wir uns um ihn wenigstens nicht mehr sorgen müssen. Man sieht sich. So. Dann hatten wir da oben noch eine Quest abzugeben. Sowas mache ich immer gerne, so einen Haufen Quests abgeben. Hallo? Ah, ich werde sicherlich besser ruhen können, da ich weiß, dass diese Dinger mich nicht mitten in der Nacht heimsuchen. Wieder so heimsuchen werden. Vielen Dank. Fort mit euch. Hat sich jetzt echt alles erledigt. Telsa Mars gerettet. Glaubst du ja nicht. Niedrigstufige Quests werden aber auch angezeigt, ne? Knotenpunkte. Ja, ja. Aber ich glaube, es hat dich anzeigen lassen. Nö, Telsa Mars damit befreit. Und wir können uns weiter gen Norden aufmachen, ne? In die Station Algas. Also erkundungshalber würde ich sowieso gen Osten schauen, auch wenn uns ja jetzt keiner mehr was erzählt, wenn der Sturmlanze sagt, damit ist jetzt unsere Aufgabe erfüllt, weil er geht ja so nicht, ne? Haben wir erst die halbe Karte. Kaputte Balliste. Mit dem dicken, fetten Pfeil. Ach ja, mal gucken, was die Woche so für mich bringt. 2 Uhr haben wir jetzt. Na super. Und in 8 Stunden möchte ich eigentlich schon beim Doc auftreffen. Antreffen, auftreten, wie auch immer. Tja. Das heißt, ich müsste schon spätestens in 5 Stunden aufstehen. Das würde mich ja freuen. Das freut mich jetzt schon. Da bin ich automatisch müder. Ich bin ganz Ohr. Ah, gut, gut. Jetzt ist mir klar, was in der Mine vor sich geht. Bleibt sauber. Was geht euch durch den Kopf? Na, wenn das nicht ein junger, wilder Panadin ist, der zweifellose Erzählungen über meine Taten auf dem Schlachtfeld hierher geführt haben. Leider ist jetzt keine Zeit für große Geschichten. Es gilt, bedeutende Taten zu vollbringen. Ja, also auf Ruhm aus seid, dass euch das Glück heute holt. Dorli hat mir von diesen verrückten Trocksklavenvorhaben erzählt, das bei den Kobolden im Gange ist. Wenn ihr bisher noch nicht mit ihnen gesprochen habt, schlage ich vor, dass ihr das nachholt. Ich möchte diese Sache auf den Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wer immer hier die Fäden zieht, sitzt garantiert ganz unten in der Mine und gibt von dort die Befehle. Ich will, dass er zur Strecke gebracht wird. Findet den gerissenen Schlauberger, der die Geomanten und Gräber dirigiert und bringt mir seinen Kopf. Die Silberbachmine im Osten hat sich schon vor langer Zeit erschöpft. Sie wurde vom Bund der Bergarbeiter in ein Lagerhaus umgewandelt, aber jetzt sind dort Kobolde eingezogen und befingern mit ihren schmutzigen Pfoten gute zwergische Werkzeuge. Wir werden dieses Ungeziefer noch früh genug ausmerzen, aber der Bund wünscht, dass jemand ihre Gerätschaften aus der Mine schafft, bevor wir Krieger da reinstürmen und was kaputt machen. Das wird ein harter Abstieg. Ihr solltet vielleicht Unterstützung mitnehmen. Die Ausstattung mit den Kisten aus Bergarbeiterbunds über die Mine verteilt aufbewahrt. Viel Glück. Schön, euch zu sehen. Ah, ich habe herausgefunden, was diese Ratten im Schilde führen. Der Grund, warum so viele von ihnen draußen herumlaufen, ist, dass sie Trox dazu gebracht haben, für sie in der Mine zu schürfen. Die Geomanten der Tunnelratten haben irgendeinen Taschenspielertrick ersonnen, indem sie die Trox kontrollieren können. Irgendwas mit Kreaturen der Erde oder so ähnlich. Faszinierend. Und wir können ihnen das nicht durchgehen lassen. Beseitigt diese Geomanten so schnell wie möglich. Seid auf der Hut. Ah. Okay. Geomanten platt machen, Minenarbeiterausstattung finden und den Kopf vom Vorarbeiter Scharfspott. Wo ist denn die Mine?
Vor allem so tief drin. Die tun, als ob das riesig ist, aber die Gebiete sind hier selten groß. Also das ist ja alles eher Lütt. Also im Vergleich zu echten großen Minen und so. Abrechnung. Verspottet das Ziel, das euch angreifen wird. Okay. Das ist aber auch eher so ein Ding. Also, so ein Ding. Ne, was in Gruppenspielen sinnvoll ist. Aber nicht, wenn ich alleine bin. Ist mir doch egal, was die Viecher von mir halten. So. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. Das lädt immer noch auf. Dass diese Viecher dann aber auch mal wegrennen müssen, ne? Du nerviges Miststück. Das ist die Strafe dafür, mich beim Graben zu unterbrechen. Steinsplitterarbeiter. Wenn die mich nie angreifen, sind die mir auch egal. Die sind ja scheinbar abgelenkt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. So. Hier ist schon mal ein Teil dessen, was wir einsammeln müssen. Kann ich noch nicht warten. Das lädt immer noch auf. So. Hier ist Ausrüstung. Da drüben auch. Den haben wir auch umgehauen. Oh, mal ein Heiltrank. Das kann uns auch manchmal das Leben retten, wa? Müssen wir noch diesen komischen Vorarbeiter finden. So eine Heldentat ist das hier jetzt auch nicht, ne? Wie er uns versprochen hat, aber ich will ja mal nicht meckern. Hauptsache, es geht voran. Der Vorarbeiter ist also Ich hab den Namen der Viecher vergessen. Wie heißen die denn nochmal? So, haben jetzt jedenfalls alles erledigt hier. Wie heißen die denn nochmal? Hogger hieß der, dieser Obermotz hier aus den Wäldern von Elwyn. Knolle. Quasi Hyänenmenschen. Kommt sicher irgendwie von Troll. Tja, Mensch, das war so als Heldentat. Das war halt so eine stinknormale Aufgabe, ne? Hops. Tja. Haben wir das auch, ne? Mein Bauch meckert immer noch, aber ich glaube hauptsächlich, weil ich krumm sitze. Ich glaube mal, dass das die letzte Folge wird für heute. Puh. Redet mit mir! Ich bin sicher, dass das nur funktioniert hat, weil die Trocks ohnehin nicht die hellsten sind, aber wir Zwerge waren noch einmal, naja, Kreaturen der Erde. Von einem Kobold herumkommandiert zu werden, ist so entwürdigend. Ich bin so froh, dass wir dich herausgefunden haben. Ob sie dazu auch in der Lage gewesen wären. Man sieht sich! Lust auf ein Glas? Bei Geomantie stimmt schon, ne? Die Kraft der Erde. Ah. War Moira vielleicht dort unten? Wunder gibt es ja immer wieder. Okay, der Kerl ist mir jetzt schon mal sympathisch, alleine weil er Moira in dem Zusammenhang erwähnt. Ja. Das ist der Kopf eines Gnolls. Versucht ihr
mich hier das Licht zu führen, Gunnhaldbert? Wenn nicht, habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, was hier vor sich geht. Ihr müsst das jetzt zu Gebirgsjäger Kardell bringen. Zeigt es ihm und sagt ihm, dass die fiesen Plagegeister hier möglicherweise eine Art Versammlung abhalten werden. Bringt den Kopf von Vorarbeiter Schafspott zu Gebirgsjäger Kardell. Seid auf der Hut! Redet mit mir! Habt ihr die Minenarbeiterausstattung, Gunnhaldbert? Habt ihr da drin viele Kobolde gesehen? Der Gedanke daran, wie ihre schmutzigen Hände unsere Minen in unserer Mine herumkratzen, verursacht mir Bauchschmerzen. Das können wir nicht tragen, den also. Fort mit euch! Und direkt noch eine höhere Stufe. Schon wieder, sag mal, willst du jetzt mit jedem Level mich mit einer Fähigkeit zuscheißen? Halten wir Freunde das Ziel um Betrag, der eurer maximalen Gesundheit entspricht. Einen Betrag, der eurer maximalen Gesundheit entspricht, kann nicht auf Ziele gewirkt werden, die von Vorahnung betroffen sind. 10 Minuten Abklingzeit, Handauflegung. Mächtig, aber halt, ja, wie gesagt, Heilkram, ne? Heilt ein verbündetes Ziel um eine gewisse Menge. Machen wir hier mal die ganzen Heilfähigkeiten rein, weil ich kann langsam, das wird hier so zugeschissen. Erhöht Bedrohung und Beschützer. Handauflegung. Erhöht, wenn eure Bedrohung und macht euch so zu einem besseren Beschützer. Dann machen wir das nach hinten. Bedrohung erzeugen. Abrechnung. Verspottet das Ziel. Ich hau dich. So. Zack. Oh, du nervst mich jetzt langsam. So. Zack. Bringt ein Spieler mit 35% des Maximalwertes für Gesundheit und Mana ans Leben zurück. Das ist natürlich die maximale Heilung, die geht. Damit hier mal die ganze Kacke weg ist. Weil ich habe hier keinen Platz mehr, nur wegen dieser ganzen Mistfähigkeiten. So, betäubt ein Ziel, das ist eher sowas hier. Na also. Da kriegt man noch einen Rappel. So. Das ist natürlich nicht so doll. Alles nicht so doll. Nicht so doll. So, den können wir umlegen. Den Rest möchte ich verkaufen. Oh Wunder, welch Wunder. So. Wir sollen noch mit Kardell sprechen. Und sonst haben wir hier gerade gar keine Aufgabe mehr. Hallo. So, erstmal den ganzen Schrott verkaufen. So, die Metwurst würde ich gegen die Fleischschenkel austauschen. Wobei ich Blutwurst in Realität niemals essen würde. Bah. Es gibt schon so einige Sachen, die ich nicht mag. Rosenkohl, Blutwurst, ach. Ich mag es auch nicht, wenn in Puddings oder Joghurt so viel Speckkram drin ist, hier so viel Fusseln von Früchten oder sowas. Bah, das ist auch nicht so meins. Doch, und 60. Tja, wenn man doch bloß kochen könnte, wa? So, das finde ich aber recht interessant. Die können wir verkaufen, brauchen wir nicht mehr. Das ist Questing. Ja, muss ich mal gucken, alles hier. Wir brauchen mehr oder größere Beutel auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich, dass wir da bald mal irgendwie geregelt kriegen. Seid auf der Hut. Bin ich für. So, aber ansonsten würde ich sagen, kommen können wir immer noch nicht. 6 Minuten Abklingzeit, na gut. Ist ja auch noch nicht lange her, dass wir das benutzt haben, ne? Der wartet aber auch ganz brav rum. Roland. Level 100 ist natürlich schon happig, ne? Ich überlege gerade. Was ist das Maximallevel gerade?
Ist sogar 100, ne? Mehr geht gerade nicht. 100 ist Maximallevel in den stärksten Gegenden. Tja. Dann war der aber schon fleißig. Ich glaube, die höchste Gegenstandsstufe, die man im Moment erreichen kann, müsste so um die 700 liegen, ne? Knapp drüber. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Bekannte auch WoW zocken. In der Maßnahme habe ich bestimmt 4, 5 Leute getroffen, die WoW spielen. Von 30, die man da kennenlernt. Also da hat einfach mal echt ein Sechstel der Leute, die man da kennenlernt, WoW gespielt. Ne? Sogar eine von den Betreuerinnen. Nämlich die Nina. Ja, und dann auch so, wie viele meiner Bekannten irgendwie WoW spielen, kennen oder es mal gespielt haben. Aber ist ja auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass das 12 Millionen verschiedene Spieler so kennt, dieses Spiel. 12 Millionen Leute. Das ist mehr als ein Promille der Menschheit. Und dann rechne mal nur die, die in der ersten Welt leben. Also jetzt nicht so dritte Welt oder dazwischen, ne? Also da, wo eigentlich erstmal, also da, wo man davon ausgeht, ein Computer ist vorhanden, ein Internetanschluss ist vorhanden und so ein Spiel kann man sich auch leisten und im Monat auch abbezahlen, ne? So, von daher rechne ich mal nur die erste Welt. Weiß nicht, wie viele Menschen sind da? 2 Milliarden? Vielleicht? Ne? So, dann sind das 6 Promille der Menschheit, die das spielen können, die es auch tun. So, und wenn ich bedenke, wie viele Kinder es noch nicht spielen dürfen und wie viele sehr alte Menschen es noch nicht kennen können, so gar nicht und so. Oh, wir haben 666 Gesundheit, voll höllisch gut ist das ja. Nee, aber man findet vergleichsweise viele Leute tatsächlich, finde ich. Huch, mein Ring ist gerade so leicht abgegangen, weil wir dran rumspielen. Gibt es Neuigkeiten? Von der Station in Algaz. Gnolle, Kobolde, Trox, weia. Würde glatt lachen, wenn ich noch eine andere unerwartete Wendung in der Geschichte für euch hätte. Also wir haben Trox, die für Kobolde arbeiten und Kobolde, die für Gnolle arbeiten. Die Gnolle müssen aus dem Sumpfland hergezogen sein. Was weiß ich denn? Nun, sie haben Freunde mitgebracht. Denn die Murloc der Blaukiem schwärmen überall am Loch herum. Oder an dem, was von ihm übrig geblieben ist. Plagegeister sind Plagegeister. Aber die Koordination ist besorgniserregend. Ihr müsst mit Kanari Zielwasser reden. Sie ist eine der besten Jägerinnen im Umkreis. Und sie wird wissen, wie man mit den Murlocs umgeht. Wenn es euch gelingt, sie lange genug von ihrem Krug wegzuzählen. Mögen eure Reisen sicher sein. Ist die am Saufen hier? Lust auf ein Glas? Pff. Murlocs, natürlich habe ich gejagt. Murlocs gejagt. Puh. Und jeder einzelne dieser Stinker hat bekommen, verdient. Versteht er mich? Murlocs, die mit Gnollen zusammenarbeiten, das ist lachhaft. Nun, sie einfach nur zu töten, wird euch auch nicht weiterhelfen. Es gibt zu viele von den Quälgeistern. Aber ich habe einen Plan. Ne? Ich benutze mein Köpfchen, müsst ihr wissen. Nicht nur zum Trinken. Diese Murlocs, sondern einen Geruch ab, den sie überall hinterlassen. Wenn andere Murlocs dort riechen, werden sie irre. Damit kann man sie prima ködern. Wie auch immer. Sie haben kleine Drüsen, in denen sich der Geruchsstoff befindet. Geht und holt mir ein paar davon. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich werde auch nicht schöner, auch wenn ihr mich noch so anstarrt. Andersrum schon, liegt vielleicht am Bier. Was da oben alles auf der Ablage steht, ne? Ganz viele Krüge und Krempel. Während ihr herumlauft und das tut, was er immer auch da tut, würde es euch da etwas ausmachen, mir ein wenig zu helfen? Schaut,
Normalerweise gehe ich hier unten am Loch Krokodilisken jagen, aber unter den gegebenen Umständen ziehe ich es vor, hier zu sitzen. Es ist sehr höflich von euch, mir deshalb keine Vorwürfe zu machen, danke. Wenn die einem überhaupt mal zur Rede käme, kommen ließe, doppelt gemoppelt. Da ihr solch feiner Herr seid, warum bringt er mir nicht ein paar Krokodilistenkiefer mit und ich gebe euch im Gegenzug ein bisschen was sauberes Geld? Man sieht sich! Machen wir doch mal für die gute Betrunkene. Hallo. Was ist mit dir? Ha. Als der Steinwerkdamm brach, legte er fast den ganzen See trocken. Eine verheerende Umweltkatastrophe. Und wagt es nicht zu denken, dass es keine Auswirkungen auf uns Zwerge hatte. Wir haben nicht nur absolut keine Fische mehr, sondern da draußen liegen über viele Morgen verstreut tote Dreschadon. Und verrotten in der Sonne. Die Bussarde sind hinter ihnen her und verbreiten dabei Dreck und Krankheit an den Außenbezirken der Stadt. Ich kann euch nicht darum bitten, das alles zu säubern, aber könntet ihr euch der Bussarde annehmen? Das würde schon helfen, nur ein paar zu töten. Dreschadon. Bleib sauber. Ich glaube, Dreschadon, das waren diese Viecher im See. Wo da auch einer der Großen quasi die Nessie im See war. Und die hatte ich immer, fand ich immer sehr gruselig, muss ich sagen. Auch ich guck noch mal, wer nervt denn da schon wieder? Dieses Ding, Ding, Ding. So mehrfach hintereinander. Das geht doch gar nicht. Mag ich nicht. So, dir möchte ich erstmal die Drüsen rausziehen. Das pfeiferische Drüsenfieber. Ich möchte mal gucken, was man im See noch erkennt, überhaupt. Dieser Zauber ist noch nicht erreicht. So, da ist eine Schildkröte. Tja, aber Viecher gibt's hier zum Glück nicht mehr. Nö, die Viecher, die mir damals Angst gemacht haben, sind weg. Ich habe hier immer Angst, bevor ich in so einen See reinplansche, weil ich nicht weiß, was die Entwickler da für Monsterchen haben. Sagte er und sah ein Monster des Modan. Na toll, wie beruhigend. 3800 und. Ich werde mich genau nicht mit diesem Viech anlegen, weil ich nicht weiß, ob ich es besiegen könnte, wenn ich alles gebe. Gäbe. Deswegen sage ich, ich habe Angst vor Gewässern. Es ist groß. Monster des Modan. Tja, natürlich braucht ein Loch auch ein Monster. Ist ja wohl unglaublich, dieses Klischee. Ich entferne mich mal, weil ich mir nicht so sicher bin, ob ich das schaffen kann. Weil einfach mal fünfmal so viel aushält wie ich. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich bedenke, dass ich dem den Rücken zukehre. Boah, jetzt ist die Gänsehaut weg. Langsam. So, Stinkdrüse. Murdoch Baby, die machen nix. Dann ist er in Ordnung. Dann muss ich die nicht umbieten, nur die Eltern, damit die Kleinen verhungern. Ja, und da denkt man immer nicht dran, ne? Das sind ja auch alles Eltern und Co. Was sind hier oben? Wo ist denn hier? Was ist hier unten drin? Schön, euch zu sehen. Warg Tiefenwasser, Angellehrer. Was kann ich für euch tun? Ja gut. Würden eure Reisen sicher sein? Ist hier wer drin? Dass ich eine Quest habe? Angelbedarf, Kara Tiefenwasser. Ist ja schön, wenn die sich einig sind, aber... Hier ist auch ein Ausrufezeichen. Aber irgendwie auch nicht.
Tja, mit dem Angeln haben die jetzt kein Glück mehr, wo der Loch weg ist, ne? Ja, Mensch, das Ausrufezeichen gibt es hier scheinbar irgendwie gar nicht. Ich bin unsicher. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ja. So, die Bussarde sind eher hier. Unten. Da unten. Auf dem Weg dahin kann ich ja mal ein paar Murlocs verkloppen. Vielleicht kriege ich noch ein paar von den Drüsen. Das Schlimme ist auch immer, man kommt immer nicht zum Ende bei WoW, weil da immer so eine Aufgabe in die nächste reinwuppt. Wisst ihr, wie ich meine? Und man immer wieder was zu tun hat. Man langweilt sich hier ja auch nie. Wer ist denn das? Weißfinne? Du bist ein Rare Mob. Du bist selten. Finde ich cool. 1500 Erfahrung war das eben oder so, ne? Die Normalen haben da immer so wenig hingegen, darum Rares nehme ich immer mit. Drei von sieben. Dieses typische Geräusch von denen. Ich hab die auch als kleine Figur tatsächlich. So als Actionfigur will ich nicht sagen. Hier so als Angucke-Figur. Ich hatte früher mal ein Murloc-Kuscheltier. Und ich finde, gruseliges Viech. Gruseliges großes Viech. Und ich finde es doof, dass über die Umzüge mein Murloc-Kuscheltier weg ist. Wenn man das geknuddelt hat, hat das auch immer so ein Geräusch gemacht. Ich glaube, ich muss mir das nochmal irgendwie mit auf die Wunschliste packen, weil ich denke dann noch immer wieder dran, schade, dass dieses Kuscheltier weg ist. Und ich bin eigentlich nicht so jemand, der Dingen hinterher trauert, die weg sind. Die verschwinden. Aber schon zum Umzug zu Oma ist das verschwunden. Und ich habe immer wieder daran gedacht. Also irgendwie scheint es ja noch zu brauchen. Ich weiß es nicht. Es ist nur Merchandise, aber ich mag's. Wenn ich es doch mag. So. Das sind die Bayer, Lochbussard. Das sind diese komischen toten Dreschadon. Dreschadon. Ein Krokodilisk. Tja. Stellen wir uns schön in die Leichen rein. Hm, jam, jam, jam. So, Viech. Viech. Jetzt sind wir noch so nachzucken, ne? Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht. Das Streben nach Gerechtigkeit. Stimmt schon. Man ist ja schneller, wenn man die Kraft lässt, ne? Viel schneller. Aber mal ein Drittel schneller. Man muss... Ich brauche die dritte Fähigkeit ja auch nicht einsetzen. Das ist ja die einzige, die im Moment diese heilige Kraft runterzieht. Ich bin außer Reichweite.
Tja. Also noch drei Vögel. Und Kiefer müssen wir von den Viechern noch finden. Ja gut, es ist immer nicht so leicht. Also es ist leichter, die Viecher zu erledigen, als irgendwas von denen zu kriegen, was die eventuell so zu einer ganz gewissen, nicht so hohen Wahrscheinlichkeit droppen. Wie bei den Murlocs, diese Kiefer-Drüsen-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie oft die droppen. Einer von drei? Keine Ahnung. So 90%ige Wahrscheinlichkeit, damit komme ich noch klar. Aber so 30% ist das schon nervig. Gosh, Haldir. Ein Dicker. Ein Rare-Mob. Es gab ja auch Krokodile der Urzeit, die so groß waren. Nicht unbedingt mit sechs Beinen, aber... war mal wieder ein Rare-Mob. Ich mag das. Rare-Mobs sind ja auch immer wieder was Eigenes, Neues. Außerhalb. Und ein bisschen stärker und haben bessere Loot und viel mehr Erfahrung. Also ich mag Rare-Mobs. Aber ich wollte gerade sagen, wäre schöner, wenn es sie öfter gäbe, aber dann wären es ja keine Rare-Mobs mehr, weil Rare heißt ja selten, ne? Kommt ja von Ra. Oder Ra kommt von Rare, ich weiß es nicht. Wer war zuerst da, ne? Huhn oder Ei? Oder Henne oder Ei? Das meine ich damit. Die haben auch wieder so eine geringe Chance, da zu droppen. Weißt du, das ganze Feld ist schon platt gemacht. Hier alle sind tot. Und ich habe noch nicht meinen Krempel. Was denn hier? Kleiner Frosch. So, jetzt ist die Folge aber auch langsam wieder lang genug. Warum ich noch nicht beendet habe, weil ich eigentlich jetzt Schluss machen möchte und ins Bett will. Andererseits aber irgendwie auch gerade noch so mittendrin bin. Und dauernd Überlänge machen ist für mich schwer in der Post-Production. Schwerer zumindest. Für euch ist es anstrengender, dazu am Stück zu gucken. Und allgemein ist das doch komisch, wenn die Folgen immer alle so schrecklich lang sind, wa? Hui. Taps, 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 hui. So. Aber nochmal so 5 Minuten wird ja nun keinen mehr umhauen. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. So, wir müssen auch nur noch einen dieser Bussarde erledigen. Oh. Sag mal, wie wenige von diesen Saftsäcken haben denn das Viech? Wie soll ich die ganze Population ausrotten oder was? Und finden wir noch nicht genug Kiefer? Jedes dieser Viecher hat einen Kiefer. Warum kannst du nicht jedem dieser Viecher einen Kiefer rausreißen? Ist ja echt unglaublich mit dem. So, die Bussarde, da haben wir alle. Ich brauche ein Ziel. Der war natürlich mal wieder kieferlos, der hat keinen Biss gehabt. So, die Bussarde lassen uns ja in Ruhe, bis wir sie angreifen. Die Obelisken nicht. Haben wir die auch. Dann fehlt uns nur noch die Stinkdrüse, und zwar 2 Stück. Dieser Zauber ist noch nicht. Lakai der Tunnelratten. Seht ihr das da unten? Ein Abgesandter der Blaukiem. Interessant. Da planen die irgendwas Mistiges schon wieder. Die Sausäcke. Und ich hoffe, dass es keine Quest wird, den da Platz zu machen im See. Ich kann ihn spaßeshalber mal probieren. Nicht jetzt, aber irgendwann. Ich glaube nicht, dass er dort wird. Du bist noch nicht bereit, mein Lieber. Der Zauber ist es schon. Inventar ist voll. Kannst mich mal am Arsch lecken. So, ab zurück ins Heim. Ins heimelige Heim. Aufgaben alle erfüllt. Hier so mittendrin kann ich nicht Schluss machen. Das geht gar nicht. So, der ist hier am Rumwuseln. Willkommen. Ich
werdet immer schöner. Oder ihr, oder ach, keine Ahnung, fragt das Bierglas. Ihr stinkt ja zum Himmel. Ich nehme an, dass das an den Murlocs liegt, aber es ist schwer zu sagen. Uff, welchen Gestank. Jetzt haltet euch fest, denn ich werde euch mit dem, was von meinen geistigen Fähigkeiten geblieben ist, umhauen. So, also nun haltet mal die Klappe und lasst mich reden. Der Plan sieht so aus. Diese Gnolle und Murlocs werden sich wahrscheinlich hier draußen irgendwo treffen. Also nehmt ihr dieses clevere Pflanzenverkleidungsset von mir, zieht es an und seht wie eine Pflanze aus. Dann schleicht ihr euch an sie heran und werft die Geruchspheromone, die ihr gesammelt habt, über die Moosfälle, die bei den Murlocs stehen. Dann brennen die Murlocs in Sicherungen durch und die Moosfälle werden sich zweimal überlegen, ehe sie wieder mit diesen verrückten kleinen Nervensägen zusammenarbeiten. Ich krieg die Tür nicht zu. Jetzt können wir wieder nichts tragen. Das ist echt zum Kotzen. Dieses begrenzte Inventar. Ich bin ganz Ohr. Boah. Widerlich. So. Weg mit dem Dreck. Alles verkaufen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, um Geld noch irgendwie aufzubuseln. Da irgendein Kleinmiss, kannst du vergessen. Und da jetzt irgendwas zu kochen, kannst du auch vergessen. Ehrlich? Ich würde mal sagen, wir sollten langsam mal, ne, gucken, was wir da so mit anfangen. So. Fort mit euch! Nicht jetzt. Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sich! Redet mit mir! Habt ihr diese krokodilischen Dinger gefunden oder hab ich jetzt nur geträumt? Oh, mächtig nett von euch, mal den Narren wie mir zu helfen. Hier ist eure versprochene Belohnung. Die Olle hat Ideen, was wir da machen sollen. Wie geht's? Dann solltet ihr die weitere Verbreitung von Krankheiten im Wasser, das uns noch geblieben ist, verhindern. Vielen Dank, Unholdwert. Okay, aber die nächste Aufgabe, die es da so gibt, würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und ich mache jetzt echt Schluss für heute. Es ist jetzt, bis ich im Bett bin, ist 3. Dann habe ich echt noch ein paar Stunden zu pennen. Und mein Schlaf ist mir lieb und teuer. Und ihm auch. Und das ist sowieso mitten in der Nacht. In echt und hier auch. Schlafen. Wuppel. Wobei. Nochmal eben posieren für ein Endcard-Bild. Screenshot gespeichert. Und legt sich schon mit dem Kopf auf den Stein. Dort sind die Zwerge, ne? Bett ist groß genug, aber naja, warmes Kaminfeuer, Kerzen, scheinbar wisst ihr mehr. Und hier kommt die Endcard. Die Uhr kann ich schon mal nach hinten bewuseln. Heute echt nur 3 Folgen aufgenommen, aber... ich bin halt müde und ich hatte schon 5 Stunden Sims hinter mir. Also von daher, sei mir das entschuldigt, solange ich das hinkriege, relativ zeitnah wieder aufzunehmen. So, meine Lieben, baut keinen Unsinn. Ich sag mal vielen Dank fürs wieder dabei sein. Wir haben den See jetzt schon mal so ein bisschen geläutert und da in den Minen bewuselt. Ich würde mal sagen, dieses komische Geheimtreffen der ganzen Viecher da drüben, der Murlocs mit diesen dämlichen Kobolden, das werden wir in der nächsten Folge sprengen. Für euch morgen, für mich in ein paar Tagen, sobald ich die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen Sims und 3 Folgen hier gerendert habe. 9 Folgen. Ja, das schaffe ich nicht in einem Tag. Gut, meine Lieben. Weine nicht, da ich morgen Vormittag unterwegs bin und jetzt ins Bett gehe. Also.
Wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder. Und das wollen wir doch bestimmt. Wir müssen doch wissen, wie es weitergeht in Azeroth. Wie ich das mal formuliere, Azeroth. Vor allem, wenn ich denn die Vorschau sehe, Azeroth. Es heißt nicht Azeroth, es heißt Azeroth. Ich kann mit Azeroth nicht umgehen irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber in manchen Dingen mag ich halt die englische ganze Kokolore halt mal halt lieber, ne? Ja. Sumpfland ist auch noch nichts für uns. Kannst du vergessen. 666 Punkte. Weißt du, eben hatten wir 666 Erfahrungen, jetzt sind wir bei 666 Punkten. Was ist denn los? Ist das ein weißt du, ist das so eine Vorahnung? Heute Nacht um 3 Uhr kommt ein Dämon. Ne, Dämonenstunde und so. Dann soll er sich mit ins Bett legen und still sein. Ich will pennen. Durch das Töten von Monstern erhaltet ihr 200% Erfahrung, weil wir erholt sind, okay? Ist jetzt auch egal. Aufnahme ist jetzt beendet. So, ich gehe Spiel verlassen. Raus sind wir. Beenden. Also, tödele. Ciao und bis dann.